den derzeitigen Tabellenführer Arminia Bielefeld zu Gast. Und für manche der Beteiligten war es zudem ein Wiedertreffen an der alten Wirkungsstätte. So für den Arminia-Torjäger Theo Schneider und auch für Trainer Ingo Peter. Der hatte, nachdem er als aktiver Sportler auch mal in der amerikanischen Profiliga für Chicago gekickt hatte, einstmals auch die Kicker in Sölde auf Siegkurs gebracht. Aber seine Verdienste weiß offenbar nicht mehr jeder in Dortmund zu würdigen. So hieß es vor dem Spiel, dass der Sölder Mäzen gar eine Sonderprämie bei einem Sieg gegen Ingo Peter und seine Arminien zahlen wolle. Ob es aber überhaupt zu einem Sieg über die Bielefelder kam, das weiß Rolf Seigert. Der VfR Sölde erwischte gegen den großen Favoriten Arminia Bielefeld einen blitzsauberen Start. Frech und unbekümmert spielten sie auf, die Dortmunder. Rutzkis hatte gleich nach 6 Minuten die Führung auf dem Fuß. Die Querlatte spielte da nicht mit. Bielefelder Unsicherheit in der Abwehr bestrafte Manfred Tadai prompt mit dem vielumjubelten Führungstreffer. Erst nach einer guten Viertelstunde erste Bielefelder Angriffe. Stutruger legt auf für Christian Greve und der nahm zum ersten Mal Maß. Bielefeld setzte den VfR mächtig unter Druck, kam zum 1:1 Ausgleich. Kollenberg und Stutruger fliegen in einer Hereingabe, ja, dann muss das Leder irgendwie hinter der Linie gewesen sein. Sölde zeigte sich wenig beeindruckt. Rutzkis heute glücklos, hätte gar im Gegenzug sein Team in Führung bringen müssen. Doch wie so oft im Fußball. Die einen stürmen, die anderen schießen Tore. Christian Greve nimmt diesmal besser Maß. 2:1 für Bielefeld, ein Schuss wie ein Strich. Es sollte die letzte Aktion gewesen sein von Greve. Nach einem Foul musste der blonde Mittelfeldspieler nach 30 Minuten bereits frühzeitig in die Kabine. Schiedsrichter Schreer zeigte die Ampelkarte. Zur Halbzeit 2:1 für die Arminia aus Bielefeld. Auch in Unterzahl spielte Arminia Bielefeld jetzt ihre ganze Klasse aus. Tim Gutballe, der Ex-Dortmunder, traf nach 50 Minuten zum vielumjubelten 3:1 die Vorentscheidung. Der Rest war dann nur noch Formsache. Thorsten Schmielewski wird noch einmal abgeblockt, doch Markus Wuckel vollendet ohne Mühe zum 4:1 sein 5. Saisontor. Den Schlusspunkt setzte Stefan Stutrucker zum 5:1 Endstand. Nie wieder Oberliga, die Arminia ist wieder da. Ja, wenn man die Fans so im Hintergrund hört und sieht, ja, ist natürlich Bielefeld ein Verein, der in der zweiten Liga immer spielen kann. Aber es ist noch ein weiter Weg. Wir haben jetzt erst 5 Spiele hinter uns und wir werden sehen, was Sache ist. Arminia behält auch nach 5 Spielen eine weiße Weste, ist weiterhin ungeschlagen Tabellenführer. Und da sind sie nun, sämtliche Ergebnisse des 5. Spieltages der Fußball-Amateur-Oberliga Westfalen, auf einen Blick. Münster gegen Marl 5:1, Paderborn-Neuhaus-Brakel 2:0, Erkenschwick-Gevelsberg 2:1, Gütersloh-Beckum 2:1, Dülmen-Schalke 2:2, Borussia Dortmund-SC Verl 0:1 und Wattenscheid-Holzwickede 7:0 und wie gesehen Sölde gegen Arminia Bielefeld 1:5. Und an der Tabelle hat sich nichts getan. Vorne steht weiterhin Arminia Bielefeld als Tabellenführer, gefolgt von Preußen Münster. Und als Schlusslicht, wie gehabt, an 16. Stelle weiterhin. Da sehen wir es auch gleich, Borussia Dortmund.